summer's calling. Hallo du, du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Evergreen Valley mit mir, eure Fenia. Und du bist neu hier, dir gefällt es hier auf dem Kanal, dann lass mir doch ein Abo da, kommentier ganz, ganz fleißig und aktiviere die Glocke. Ja. So, wir sollten eigentlich die Biber hier herholen. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Oder die Bibers beobachten, wie sie hierher kommen. Aber ich glaube, die sind einfach da. Wir müssen wir mal gucken. Da ist übrigens der Ziegenbock, den wir, oder die Ziege, die wir noch besorgen müssen. Für unseren Freund, Freundin? Ich weiß es gerade nicht. Gucken wir einfach mal jetzt zu diesem weißen Punkt, wo wir da hin müssen. Laufe ich richtig? Ich weiß es nicht. Na, ich laufe fast richtig. Aber nur fast. Nee, hä? Ich glaube, jetzt habe ich mich verlaufen. Sitzbein, ich habe mich verlaufen. So. Einmal hier so lang, da so lang und dort so lang. Hier so, da so, dort. Kommen wir an einen Ort. Was stehen hier denn noch für geile Bäume? Oh, erstmal alles einsammeln. Zwischendurch mal was trinken. Ein paar Pflaumen. So, gut. Ja, wir müssen, glaube ich, hier lang. Gut, es eher aussieht, als wenn wir wieder zurücklaufen. Kann das sein? Ja, wir laufen wieder zurück. Ah, Mann, ey. Wenn man sich hier einmal verlaufen hat, dann ist vorbei. So. Und jetzt? Geradeaus. Also meine Ausdauer ist alle. So, hier müssen wir also hin. Wo finden wir eigentlich das Pferd? Das müsste hier... Das Pferd ist bestimmt hier, wa? Das heißt, wir müssten da einmal rum. Aber wir gucken jetzt mal zu den Bibapsen. Wenn da Bibapse sind. Zwischendurch noch die Pilze einsammeln. Die Buttermilchpilze. Ab und zu mal hier was aufdecken. Oh, hier ist noch ein Häuschen. Und Pilze! Ist hier irgendwas drin? Nehmen wir mit. Ein Nachttisch. Können wir unser Baumhaus stellen?
da wollte ich doch zu den Bibern. Rosenklee, okay. Ach, hier sollen wir Rosenklee sammeln. Pflanzen. Und den Müll aufheben. Sieht also denn nicht so aus, als wären hier Biber. Oh, jetzt habe ich die Bank mitgenommen. Die Biber scheinen da hinten zu sein. Die wandern. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also, sehen. Hier ein bisschen, dort ein bisschen, da ein bisschen. Rosenklee-Aufgabe abgeschlossen. Yeah. Haben wir gemacht, verfolge die 5 Biber. So. Nun gut, das haben wir jetzt auch gemacht. Nein. So furchtbar, man will sich alles angucken und was hat denn da? Das ist ein Ball. Können wir mit denen spielen? Ach ja, hier haben wir noch mehr Ziegen. Achso. Aufgabe sucht Gesellschaft für den Ziegenbock abgeschlossen. Okay. Merkt euch bitte, dass da Ziegen sind. Ich wollte doch jetzt noch in dieses Haus da. Momentchen. Jetzt muss ich mir das Haus auch noch angucken. Die Farm. Verlassene. Keine Ausdauer mehr. Stimmt nicht. Guck mal, hier den Zaun können wir reparieren. Wäre cool, wenn wir überall verschiedene Farmen haben könnten. So keine Ausdauer. Das wäre schon nice. Also wenn man die alle reparieren könnte. Was haben wir denn hier? Radieschen. Nice.
Nein, hier gibt es einen Elektromotor. Echt jetzt? Was habe ich denn da jetzt aufgehoben? Was war das denn? Ah, ein Sitzkissen. Ach so, okay. Cool. Mein Gott, du hast das Pferd. Okay, der weiße Punkt war also die ganze Zeit ein Pferd. Ich habe gedacht, das wären die Bibas, weil das ja auch weiß ist. Aber wie kriegen wir denn jetzt die Biber nach Hause? Egal. Wir holen uns jetzt den Mustang. Suche das Pferd. Yeah! Kommt, wir bringen das Pferd nach Hause. Können wir es nicht mitnehmen? Also können wir nicht drauf reiten? Wäre doch viel einfacher. Oh Gott, das wird jetzt... Das wird jetzt 20 Jahre dauern, bis ich wieder nach Hause finde. Mit dem Pferd. Da verliere ich doch unterwegs. Okay, Leute. Wir bringen jetzt das Pferd nach Hause. Stellt euch jetzt darauf ein, dass ich mich ständig verlaufen werde. Denn das kann ich nämlich ganz gut. Noch da? Bist noch da. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, von wo ich kam. Okay, machen wir erstmal da eine Markierung hin. Die machen wir mal weg. Jetzt komme ich durcheinander. Sonst komme ich durcheinander. Können wir dich nicht reiten? Da geht doch viel schneller dann. Ich meine ja nur. Okay, es geht schon los. Jetzt habe ich mich schon verlaufen. Ja, und wegen den Bibern? Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr wisst, wie ich die Bibers nach Hause krieg, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Nee. Komm mit.
Ach, komm her, ich will dich streicheln. Fenja, was machst du denn da? Du sollst das Pferd streicheln und nicht, keine Ahnung, komische Dinge tun. Ich glaube, ich bin hier auf der falschen Seite, ne? Ich weiß nicht mehr, wo es nach Hause geht. Ach, da. Kommen Sie mit. Ja, Biba, ab mit euch nach Hause. Keine Ahnung, muss ich euch irgendwie einfangen. Ah, es ist voll hübsch. Das Pferd ist voll hübsch. Wenn man das reiten kann, dann können wir ja bestimmt bald schneller unterwegs sein. Das wäre ja nice. Echt cool. Oh mein Gott. Die Farm. Die Farm. Ich dachte, ich werde sie nie wiedersehen. Habe ich gedacht. So. Folgt es noch? Oh mein Gott, mein ganzer Dung liegt da auf dem Boden. Dünger meine ich. Pferd im Tal abgeschlossen. Yeah. Wir haben ein Pferdchen. Ein großes. Cool. Ja, aber nur die Biber haben wir irgendwie immer noch nicht so wirklich. Kann das sein? Ich weiß nicht, wie wir der Biber jetzt hinkriegen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Müssen wir die nächste Mal gucken. Sozusagen. Ansonsten gucken wir mal, was Opi. So, ich musste ja noch einen Unterstand bauen. Ich muss noch einen Unterstand bauen. Und dafür brauchen wir Dinge. Moment mal, die Radieschen packe ich mal dahin, sonst verkaufe ich die. Klee tue ich auch dahin. Den Teppich, ja, behalten wir. Den tun wir auch erstmal rein, so wie den roten Ball. Den Elektromotor. So. Was brauchte ich heute, ne? Ich habe noch kein Holz mehr. Ist ja ärgerlich. Nur noch gerade Bretter. Nur noch gerade Bretter. Ja, läuft bei mir.
Schattenbank tun wir auch mal hier rein. Nachttisch könnten wir ja an unser Bett stellen. Also Tiergut. Jo, dann müssen wir noch einmal Holz fällen gehen. Aber bevor ich das mache, speichere ich einmal schnell. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Denn es stürzt manchmal sehr gerne ab und ich will nicht das Ganze nochmal machen. Das wäre... Sozusagen. Oh, hier wächst ja ein Kirschbaum. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ich klopfe übrigens nie alle weg so richtig. Ich hoffe immer, dass sie sich dann erholen. Sozusagen. So. Ich glaube, das reicht an Holz. Hey Rex, oh, ich muss mit dir spielen, Rexy. Mein Gott, die Schweine haben ja schon alles weggefressen. Die Schafe auch. Mann, sind das viel Fräse. Kann ich jetzt mal mit Dünger wieder rasen. Lang düngen. Brauch, glaube ich, noch einen zweiten Komposter. So, ein Unterstand. Suppi. Bitte schön. Du hübsches Pferdchen. Gut, dann reden wir noch mal mit Opi. Da gibt es uns bestimmt 20.000 Pilze noch. Jupp, wer hätte es gedacht. Ja, nun gut, dann würde ich sagen, war es das heute wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das vielleicht schon habt mit den Bipern, wie die da zurückkommen. Wäre ich sehr dankbar, wenn ihr das machen könntet. Und nun sage ich, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Fenia. Summer's calling.